In meinen Träumen, bist du der eine, mit dem ich ein Leben lang, zusammenbleibe. Du trägst mich auf Händen und bist immer für mich da. Dank dir bin ich. Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Vlog. Da, die Kugel ist noch da. Aber wir waren gerade beim Arzt und ich habe eine Überweisung bekommen zur Einleitung. Morgen fahren wir ins Krankenhaus. Dann wird besprochen, wird alles besprochen wegen der Einleitung. Es ist auch so weit gekommen, weil wir haben halt gesagt, dass Lina am 3. Geburtstag hat und die Ärztin meinte, nee, das geht gar nicht. Und die soll nicht am selben Tag. Ne? Die dürfen nicht am selben Tag Geburtstag haben und so. Deswegen. Moment. Deswegen soll jetzt bitte eingeleitet werden, damit das Kind vor dem 3. auf die Welt kommt. Ja, ich finde es auch nicht schön, wenn beide Kinder am selben Tag Geburtstag haben. Und sie hat den Oberarzt angerufen. Der Oberarzt meinte auch direkt: Nee, nee, da wird eingeleitet. Ja, und deswegen denken wir mal, heute ist Donnerstag, bis Freitag eingeleitet wird. Ja, morgen hat mein Bruder Geburtstag. Lina werden wir erstmal mitnehmen ins Krankenhaus. Ja! Ne, Baba ist noch nicht da. Baba kommt jetzt gleich. Genau. Und wie gesagt, morgen wird halt eingeleitet und dann schauen wir mal, wann Lina das Licht der Welt erblickt. Lina freut sich jetzt natürlich umso mehr auf die Puppe. Ich ordne hier noch ein paar Papiere und so. Ich muss ja jetzt, ne? Also wir werden heute nochmal die komplette Wohnung sauber machen. Mit Auda zusammen. Weil wir dann ja nicht hier sind. Nein. Ja, wir werden gleich auf jeden Fall die komplette Wohnung nochmal durchputzen, damit wir halt in ein sauberes Zuhause kommen. Okay, hier, aber nicht abmachen, ja? Ja, okay. Okay. Ja, damit wir in eine saubere Wohnung zurückkommen und keinen Stress haben, ne? Ich schaue mal, dass ich heute noch ein bisschen bügel, weil sie meinte, die Ärztin meinte, sie sehen noch total entspannt aus. Deswegen, ich hoffe, es wird kein Wehentropf dieses Mal, weil der Wehentropf ist ja 10-mal so stark. Bei Lina hatte ich ja den Wehentropf. Mal schauen, was es, wie es wird. Genau. Und sonst gibt es eigentlich nichts zu erzählen. Wie gesagt, wir warten jetzt ab. Und dann habe ich, wie gesagt, eine Überweisung bekommen zur Einleitung. So, unsere Brandmus-Box ist gerade angekommen. Ich zeige euch mal, was alles drin ist. Einmal von Foodstar Kartoffel-Kürbis-Püree. Lina A. Senoria Koi. Dann hier ein Getränk. Aha, Schatz. Desperados. Ja, Mojito. Zeig. Ach so. Gib ihm. ein Tag vor der Geburt geht auf jeden Fall. Dann einmal Red Label. Welches ist das? Irgendein Whisky. Dann. Ja. Einmal Bulmas. Schatz, hier ist noch ein Bierchen. Lina, warte, ich habe Angst, dass du das runterfallen lässt. Ein bisschen nach hinten. Ist hier noch was? Nein. So, jetzt geht's unten weiter. Das sieht gut aus, Ninosch. Los aus. Hier, die haben ein paar Sachen geschafft. Dann haben wir hier von Kinder Cards. Das wollte ich letztes Mal auch schon bei Kaufland holen, aber ich habe die nicht gefunden. Esse. Ja, du darfst eins essen, Schatz. Dann hier Popcorn Toffee, unser Lieblingsdessert Popcorn. Von Ruf. Hier. Popcorn? Ja, das schmeckt nach Popcorn. Dann Lebkuchen Gewürzmischung. Dann einmal Protein Delight. Das könnte auch dann auch im Krankenhaus gebrauchen. Und nochmal Protein Delight. Dann haben wir hier Gummidrops, Granatapfelfeige. Hört sich lecker an. Ja, das kannst du auch essen.
Dann haben wir hier Softtomaten leicht gesalzen. Ja, du willst alles essen. Einmal Pocket Coffee, feine Schokolade und 100% Arabica. Dann haben wir hier einmal Kurkuma-Tee, der ist bestimmt richtig gesund. Und zuletzt einmal Vita Energy Pfirsich, Passionsfrucht mit Guarana. Das schmeckt bestimmt auch lecker, aber ich darf das noch nicht trinken. Bitte schön. Ja, das war's auch schon. Oh, super, also die Boxen diesen Monat gefallen mir richtig gut. Und das ist nochmal die Liste, was alles drin ist. Hi, Alike! Was geht, liebe Leute? Audir ist wieder am Start. Ups. Wer kann am besten kochen? Sei mal ehrlich. Natürlich ich. Oder Nino? Wer kann am besten kochen, Baba? Anne oder Baba? Anne oder Baba? Baba. Ja! Yeah! Gewonnen. So. Guck mal, wie das Essen aussieht, ja? Hi. Hi. Ui, sexy. Morgen, ihr Lieben. Oh, sehe ich kaputt aus. Ja, wir machen uns gerade fertig. Audir ist gerade Müll wegschmeißen gegangen. Die Koffer und so haben wir rausgeholt. Und wir fahren jetzt auch gleich los. Ich mache mich kurz fertig, dann melde ich mich vom Krankenhaus aus. So, ihr Lieben, wir sind jetzt im Auto. Fahren Richtung Krankenhaus. Wir tanken aber kurz, weil der Tank günstiger ist wieder. Bei 1,519. Und Lina wollte einen Kakao. Ich brauche Guthaben, mein Flip läuft in 2 Tagen ab. Ich habe mir so eine Flatrate. Ich halte nichts von Jahresverträgen, aber das habe ich hier schon mal gesagt. Ja. Ob ich aufgeregt bin? Ja, ich bin sehr oft aufgewacht. Aber meine Aufregung ist nur wegen Lina, ob sie bei Mama ruhig bleibt. Aber ich weiß ja noch gar nicht, ob heute eingeleitet wird oder nicht. Wir haben jetzt gleich 9 Uhr. Ich hoffe, wir sind nicht zu spät, weil die Ärztin meinte zwischen 8:30 und 9 Uhr. Ich muss mich jetzt erstmal anmelden unten im Krankenhaus und dann schauen wir mal, was jetzt abgehen wird in meine Augen. Wir haben gefrühstückt, Toast gegessen, weil beim CTG letztes Mal hatte ich nicht gefrühstückt und die Hebamme hat ein bisschen sauer geguckt. Wollte Baba nicht tanken, Lina? Leider. Warum? Ich dachte, Baba tankt. Hier ist übrigens ein Unfall. Das ist so schlimm hier bei uns. Man muss echt aufpassen, wirklich. Sag hallo, Lina. Hallo. Hallo. Ja, okay, machen wir auch. Seit
20, 25 Minuten warten. Boah, wie ich aussehe, Schatz. Also wehen und so habe ich noch keine. Ich sehe wie ein toter Mensch aus. Ach, der Herzschlag ist hier. Ja, und danach warten wir auf den Arzt. CTG, CT. Wie langweilig. Guck mal, wie lang das ist. Aber jetzt wurde eingeleitet, Schatz. Jetzt musst du das auch erzählen. Ja. Ah, das Kind wurde eingeleitet. Das Kind oder die Geburt? Oh Mann, wie langweilig, ja. Ja. So, ihr Lieben, wir sind jetzt im Zimmer. Das Bett ist natürlich noch leer und die Zimmernachbarin ist jetzt noch nicht da. Also sie war da kurz, aber ist wieder weg. Audun und Lina gehen jetzt Knete holen und was zu trinken. Lina hat gerade ein bisschen gegessen. Wir haben schon alles eingenommen hier. Ja, jetzt warten wir darauf, dass es losgeht. Ja. So, ihr Lieben, wir waren gerade beim CTG. Ich habe mittlerweile auch Wehen. Die sind auch ein bisschen stärker geworden, aber nicht so stark, dass es jetzt weh tut. Ja, Nina ist jetzt bei meiner Mama. Audel ist noch hier und die Hebamme war da. Also meine Hebamme ist vorbeigekommen. Und könnte sein, dass es heute Nacht losgeht. Ich hoffe, es geht heute Nacht los. Mal schauen. Und um 10 Uhr soll ich noch mit zum CTG. Audel hat jetzt den Koffer hochgeholt. Und Lina geht es auch gut mit ihr, haben wir gerade telefoniert. Jetzt müssen wir wieder warten. Ich melde mich aber bei euch wieder. So, ihr Lieben, heute ist der nächste Tag. Und Lia ist auf der Welt mittlerweile. Ich werde aber dazu einen Geburtsbericht und so abdrehen. Danke für alle, die uns geschrieben haben. Wir haben bestimmt über 200 Nachrichten bekommen, ne? 200-300 locker. Ja. Und ja, Lia schläft gerade. Wir warten jetzt auf Lina und Mama. Und dann wird Lina das erste Mal Lina sehen. Ich würde auch sagen, ich beende den Vlog hier und dann geht's beim nächsten Mal weiter. Tschüss. Wolltest du was sagen? Nein.